Unser Pferd Henry arbeitet jetzt schon seit Jahren mit uns hier auf unserem Hof. Jeden Winter rückt er für uns Holz. Heute sind zwei Stämme Mooreiche dran. Aber schon bald stellen wir fest, dass sie zu lange auf der Wiese lagen. Als wir einen für Henry in die richtige Position bringen wollen, fängt er an zu zerfallen. Beide Stämme sind weder sehr lang noch sehr dick. Deswegen wird Henry sie zusammenziehen. Zuerst bringen wir die Rückekette an beiden Stämmen an. Dann erst wird sie mit dem Ortsscheit an Henrys Zugsträngen verbunden. Währenddessen füllt Henry schnell nochmal seinen Tank. Die Mooreiche haben wir gefunden, als wir hier unsere Teiche haben graben lassen. It's a shame, it is so rotten, isn't it now, that bog oak. Henry ist furchtbar stark und kann sehr viel Gewicht ziehen. Dabei braucht er uns nur, um ihm den Weg zu weisen. Vor 2 Jahren haben wir auch Henrys Tochter Flora ausgebildet. Also haben wir die beiden als Rückepferdeteam zur Verfügung. Wie zum Beispiel für diesen großen Stamm. Den hat es in einem Sturm vor 3 Jahren umgeweht und dann blieb er erstmal liegen. Jetzt wollen wir ihn näher zur Werkstatt ziehen, weil Tim sich eine Bandsäge baut. Es stellt sich als etwas schwierig heraus, die Rückekette anzubringen. Can you feel the head yet? I can feel the head, yeah. Push! Come on! One more big push. It's slippery. Come on, push. Aber solche Vorbereitungen lassen sich viel einfacher durchführen, ohne dass die Pferde daneben ungeduldig herumstehen. What we'll try. Still got the foam wire. I know. That it broke down. Schnell stellen wir fest, dass ein Mensch diesen Stamm niemals alleine bewegen kann. Nicht mal eines unserer Pferde alleine würde das schaffen. Pull, Sandra, pull. Oh. Definitely horsepower needed. We have double horsepower now. And we'll try to pull that mighty log. Zum Glück aber haben wir 2 willige Pferde. Sie müssen noch eine Weile geduldig warten, bis ich die Kreuzleine angebracht habe, mit der ich beide Pferde zusammenlenken kann. Außerdem tausche ich das einfache Ortsscheit gegen ein Waagscheit aus. Okay then guys, we're gonna try the tree truck. Giddy up, go. So wird der unterschiedliche Zug der Pferde ausgeglichen. Beide Pferde geben ihr Bestes. Sie sind so ausgebildet, dass sie immer beide gleichzeitig ziehen und nicht einmal Henry und dann Flora. Da würde man ja nicht ihre gemeinsame Zugkraft nutzen
und sie würden dadurch sehr frustriert werden. Nach dem dritten Anlauf bricht einer der Schnapphaken. So stark sind unsere Pferde. Sie bekommen den Stamm schließlich heraus, indem sie einmal in diese und dann in die andere Richtung ziehen. Beide Pferde sind ziemlich bescheiden angesichts ihrer enormen Leistung. Sie sind mehr am Grünzeug interessiert. Jetzt brauchen wir nur noch eine Bandsäge. Tim,